Just a bang, bang, bang. Ja, genau. Immer die Cops provozieren. Hilfe! The bang, bang, bang is in the hair. Hilfe! Zu geil. Hilfe! Oh, ich hab einen Stern. Ah, nein. Ich habe zwei. Ah. Wieso haben wir auf einmal Stern gekriegt? Weiß ich nicht. Keine Weil du ihm den Mittelfinger gezeigt hast vielleicht. Kann sein. Bullen. Das nehmen die, glaube ich, ein bisschen persönlich. Die Bullen. Au! Ich hab dir nur umdrehen geholfen. Achso, okay. Fuck, ich bin gleich tot. Why that? Weil die auf mich schießen. Weil drei Cops auf mich schießen. Fahr doch los! Warum machen die das? Komm, wir teilen wir uns auf, hin? Dann können sie uns nicht verfolgen. Ja, auf die Weise können wir mehr Schaden anrichten. Ja, okay. Ups. Gut, das war eine Kurve, wo ich reingehe. Wenger wollte ich reinfahren. Das ist ein Laster. Ich will den Laster. Er stupst mich dann da. Oh, ich hatte doch die Sterne schon fast los. Ich will die Sterne gar nicht los haben. Ich habe einen LKW. Das ist fast wie ein Panzer. Ich glaube, ich rufe gleich mal Laster an. Ja. Ich fahre mal auf den Gleisen. Hallo, Bullen. Nee, ich werde jetzt den so abhängen hier. In meinem super tollen Albany Prime oder Prime Albany? Albany? Ah. Wie heißt er? Du bist hängen geblieben. Ich hab irgendwie 2 Sterne und 80 Cops am Arsch. An deinem Arsch? 80 Cops, Alter. Mein Gott. Arsch, ey. Das sind ein paar Polizeiautos. Ey, jetzt würde mal dieser blöde Zug aufhören, hier rüber zu fahren. Verdammt, ich muss hier durch. Ah, geht doch mir nicht auf die Eier, du Scheißbulle. Schweinebulle. Oh, ich habe nur noch einen Stern. Warum habe ich nur noch einen Stern plötzlich? Out! Arschloch! Du kannst doch nicht einfach auf mich schießen hier, du Wichsgesicht. Ja. Doc, aus dem Weg! Au! Ich fahr mal wieder zu euch. The Rock Talks, ey. Musst du noch gerade die Cops loswerden? Wir können auch ins Club gehen. Fällt mir gerade auf. Das würde ich auch gerne. Na, ihr seid doch gerade auf der Ecke, da können wir doch machen. Wir sind gerade beim Strip Club. Beim Strip Club? Ja. Ja, sind wir beim Strip Club. Gib Gas, da kommt die Bullen hinter uns. Jojo, ist egal. Ich habe keine Bullen mehr an einer Bobacke. Ich auch nicht. Schon. Ja, die fahren natürlich genau da rein, als wenn es Ja, ich bin so los. Die Dreckspullen sind wir los. So, und heute haben wir keinen Trainer dabei, der sich so infantil im Stripclub benimmt. Also Leute, benehmt euch einfach mal. Nicht ja, wieder genau, den ganzen Laden auseinandernehmen und die Nutten belästigen und so, ne? Wir doch nicht. Nein, wir doch nicht, ne? Ich habe glaube ich gerade einen Passanten überfahren. Ach egal. Stripclub! Weil der Wachmann interessiert es gar nicht, dass ich von der Haustür gerade jemanden überfahren habe. Hey, ich guck mir erstmal hier die Lauer an. Ja klar, dass Doc sich wieder im Stripclub auffällt. Ja, natürlich, klar. Wo sind die anderen zwei? Ich bin gerade in der Waschanlage. Ich komme im Cola-Truck gerade. Ja, mein Auto ist kaputt. In der Waschanlage, ja, ich lasse es auch erstmal im Stripclub hier ein bisschen regnen. Ja, Doc schmeißt sein ganzes Geld wieder raus. Nö. Ich habe eine Karre gefunden, die finde ich ganz nett, ich glaube, die behalte ich. Okay. Oh, mir wurde ein Dance angeboten. Okay. Verdammt, ich habe kein Bargeld. Alter, ist die hässlich. Ist die hässlich? Ja, ne? Die ist doch mindestens 60 und hässlich. Mann. Die hat ein schönes Korsett an. Meinst du die kleine hier? Die, ja. Ich finde die gerade an der Stange ist, die finde ich ganz geil. Die ist mit ihrem Bikini, das ist ganz Die macht cool. aber keine Ach, privaten schon Sessions, wieder. Oder? Die, weiß ich nicht. Ich glaube doch, die hat ja irgendwann Schichtwechsel und dann macht sie private Sessions. Ich glaube, die hatte ich sogar schon mal. Ihr wisst schon, was ich meine. Seid ihr schon wieder im Stripclub? Was heißt hier schon wieder? Nein. Wir Kaum. Sind hier jetzt gerade dabei, Forschung, physikalische Forschung genau. zu betreiben. Ach so, du meinst Schwergewicht, also so Erdanziehung, wie sich das auf Körperteile auswirkt.
Ja, genau, das ist, ja. Masseverteilung auf biologischen Körpern genau. Und... Wie schnell sinken Geldscheine ab? Ja, bei mir gerade ziemlich schnell. Ja, genau, Dings hier, der Spielbär, der schmeißt gerade total gelangweilt jede Menge Kohle rein in den Ring. Alles für die Forschung, das sind alles Forschungsgelder hier. Die da fließen. Ja, Forschungsgelder, die verbrannt werden. Dafür ist das gedacht, Forschungsgelder. Ich dachte mir schon immer. Ja, kann nicht ja, sein, ja, dass so viel Geld in die Forschung gesteckt wird. Sind dann alles Spesen. Genau. Alter, wie viel Kohle muss man der denn in den Rachen schmeißen? In die Forschung wird heute nicht nur Geld reingesteckt, kann ich mal sagen. Okay, du kannst hier glaube ich schon was ins Dekolleté stecken, wa? Kann das sein? Kann sein, ja. Warte mal, wie mache ich denn das? Das weiß ich nicht. Für Sympathie-Infernus. Ach so, ich muss den Sympathie-Infernus noch ein bisschen nach oben kriegen, glaube ich. Ja. Nein, du musst nicht den Sympathie-Infernus. Ja, sie heißt Infernus. Ach so. Ich dachte, das so, wäre was anderes. Der Trainer versteht ja meine Ironie nicht, sagt der Tempelritter. Ja, gut, okay. Oh, lassen wir das Thema einfach, ja? Okay, Tempelritter? Lassen wir das Thema einfach mal. Lassen wir es mal stecken, wa? Im Stripclub mal einstecken lassen. Ihr versteht? Witz, ne? ich würde sagen, lassen wir eher einen stehen. Ja, erst stehen lassen und dann stehen lassen wäre doof. Doc, das nächste Mal, wenn Schwänzer einen Witz macht, dann schlecht nicht antworten. Einfach nur zirp, 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 zirp. Rocktox mit seiner grillenden Zirpe. Ja, genau. Hast du schon mal gesehen? Das ist einzigartig auf der Welt. Alter, was macht die denn da für eine Show bei dir? Warum machst du die nicht bei dir? Weil ich schon so viel Geld reingestopft habe. Oh, ich kann nicht so weit... Ja, und dann heißt es wieder, ich bin wieder pleite. Nee, das ist ja nur mal... Ich habe genug Geld. Ich kann mir das leisten hier. Ja, permanent pleite. Ja, schmeißt der alten. Ich habe jetzt ein Drittel, habe ich jetzt von diesen Balken voll und das reicht. Ich kann nichts mehr machen. Ich kann kein Geld mehr werfen. Was kann Bargeld mehr? Doch. Nee, sie macht jetzt Feierabend. Die kannst du jetzt draußen anbaggern. Na dann. Und wie hält mich einer ein? Typen hier voll schmierig da nur so da sitzen, so ganz gedückt, ey. So, ja, erkenn mich ja nicht, hä? Ja. So, hast du eine Ehefrau und ein Kind? Du, Penner, du. Wie kann ich mal klettern? Ich weiß nicht, ich weiß jetzt gar nicht, von welcher Band war denn dieses Video. Häng fest, Hilfe! Auf alle Fälle, Hilfe, ich häng fest! In dem Song geht es so mehr oder weniger darum, ein Typ geht Party feiern mit seinem Kumpel, geht mit den Kumpels dann ins Stripclub und merkt dann, dass seine Freundin gar nicht als Krankenschwester arbeitet, sondern als Tänzerin in einem Stripclub. Hey, und war schon eine geile Situation irgendwie. Stell dir mal vor, du kommst irgendwie in so einen Stripclub. Irgendwie in so einen billigen 0815 Hollywood-Film. Ja, klar. Wo sie ihn am Ende verlässt und er rettet sie dann aus dem Mensch, ich weiß nicht, die Band ist absolut geil, aber ich hab den Namen leider vergessen. Redet ruhig weiter, ich höre euch zu. You make me so hard. You make me so hard. Ich liebe machen lang. You're so ich liebe funny, machen lang. Hasserpot. Aus welchem Film ist das? Das können sie ja mal in den Chat schreiben, wenn sie es wissen. Ja. Ein Erik kommt da. Hallo Erik, grüß dich. Moin. Erstmal der Begrüßungsschlag. Dankeschön. So, wo ist denn Erik? Wo ist er? Mann, war das gerade anstrengend. Ein harter Tag auf der Arbeit, kann ich da noch sagen. Was ist? Hä? What? Au! Ey, was ist das hier? Das war ein dreifacher Doppelflip rückwärts. Au! Da ist ein Truck über mich drüber gefahren irgendwie. Ja, ich habe jetzt noch ungefähr 5% Lebensenergie. Auf! Never! Never ever! Okay, Mann. Wir zerstauben ihn. Mich? Alles schon weg. Der Erik ist schon verschwunden. Hat sich schon in Rauch aufgelöst. Da ist einer mit dem Gewehr. Ich glaube, das ist ein Trainer. Der schießt auf mich. Ey. Hab gar nichts getan, du. Ey, ihr sollt euch doch lieb haben. Okay, das ist wahre Liebe. Sogar mit. Warte, den muss ich mir sichern. Warte, den will ich mir sichern diesmal. Erik will sich immer alle Autos sichern. Nee, nicht sichern. Verkaufen, Alter. Du brauchst Kohle.
Wie willst du, wenn du keine Kohle hast, wie willst du dann nicht getroffen? Genau. Huch. Entschuldigung. Das ist nicht mal das richtige Fahrzeug, also. Ja, bumm, ja, gerumpft. Ich muss auch erstmal ein bisschen Geld verdienen. Guck mal, was soll der Scheiß? Sei wegen den Stern. Andreas? Ups. Wer? Andreas? Wer ist denn jetzt Andreas, bitte wieder? Ja, Hilbert. Ach, Jungs. Ah. Aha. Aber Weng lebt noch. Weng liegt immer. Er ist der Super Weng. Genau. Weng. Crash, boom, bang. Ja, Cops. Cop Deathmatch? Wie kann man gegen Cops auch Deathmatch machen? Nee, einfach ganz jetzt halt nur Cops töten. Ach, das ist doch wohl. Nee. Nee, das ist mir zu radikal. Ich klaue lieber Autos und verkaufe die. Das ist zu radikal, ich klaue lieber Autos. Stop your fucking vehicle! Ja, Alter, ich bin Gangster, ich muss Geld verdienen für meinen Koks und meine Nutten. Ja klar, Autos und verkaufst du. Ja, mach ich doch gerade. Werkstatt. Ganz Razor kommt im kleinen Bus. Wieso hab ich einen scheiß Stempel, die mich anfahren, die blöden Wichser? Das hast du immer. So, Fahrzeug reparieren. Erik ist schon wieder gestorben, was ist denn da los? Der stirbt immer, ich fahr auf die Autobahn. Ja, ich will das verkaufen. Achso, das Fahrzeug ist verkauft. Wohl eher für Nee, die Nutten brauche ich eigentlich nicht. Normalerweise laufen die Nutten eher für mich. Ich brauche aber den Koks, damit die Nutten für mich laufen. Also, und da ich für die Nutten Koks kaufen muss, brauche ich halt eine Menge Kohle. Naja, ihr versteht schon, was ich meine. Ja. Nee, wahrscheinlich nicht. Bon. Du hast den Terminator-Truck. Der Terminator-Truck. Alter. Wir müssen irgendein Ding drehen. Lass uns mal ein Ding drehen. Haben wir das nicht gerade im Stripclub? Nein. Ach, nicht das Ding, ein anderes meinst du? Wir haben uns mit Dinger drehen lassen, aber oder... Wir sind gerade Geisterfahrer. Ach, egal. Komm, wir machen die Autobahn zu. Wir machen die Autobahn zu. Dann nebeneinander und haben einfach alles weg. Was will er? Was will er? Was will er von mir? Dann machen wir das. Und der Erik ist mittendrin. Was will er? Der will eine Keilerei hier anfangen, der kleine Pisser, dem ich jetzt das Auto geklaut habe. Und er läuft einfach nur hinter mir her, der Penner. Ja, Andreas! Erik. Benutzt nicht die richtigen Namen. Schon tausendmal gesagt. Ich darf das. Nein, du darfst das nicht. Ist raus. Ja. Oh, irgendwer hatte doch den Auftrag, einen Gangüberfall zu machen, ne? Ja, ich. Du musst 20 Autos zerstören. Glaube ich. Ich hatte einen Auftrag. Und ein Fahrzeug vom Militärgelände klauen. Ich sollte einen Laden überfallen, einen Gangüberfall sollte ich machen, also einen Gangangriff und ein Team Deathmatch. Okay. Ich meine, mir ist das egal. Wir können noch irgendwas machen. Egal was, aber lass uns etwas tun. Ja. Ein Heist. Wir doch, wir machen. Ich habe nämlich kein Geld mehr. Auf dem Highway ist die Hölle los. Ja, ein Heist wäre ganz geil. Ja, das können wir. Ja, aber vorne, wir sind genug Leute. Deswegen. Ja, wir sind 4 Leute. Ja. Jetzt sind wir genug Leute. Dann lass doch einen Heist machen. Wir sind sogar 5. Ja. Ich meine, ich brauche jetzt sogar nicht Geld, also ich muss nicht unbedingt. Also ich habe noch 3000 Dollar. Wir sind sogar 5 Leute. Ja. Nein, aber Erik 5 Leute haben immer keinen Heist das Geld. Der muss auf alle Fälle mitmachen. Ja, ich hoste ja den Heist, also das muss ich auch mitmachen. Ja, gut. Und ich glaube, Weng und Spielbär muss auch mitmachen, weil er nimmt die ganze Sache ja auf. Yep. Und dann ist der Weng, glaube ich, noch so als Joker dabei, weil er, dann bin ich erstmal raus und spiele eine Runde Dart oder so ein Scheiß. Ach, das ist ein Blechgedränge hier, ey. Wer schießt denn da auf mich? Was treibt ihr denn?
Ja, dann müssten wir aber eigentlich alle zu meinem Haus fahren. Dann können wir den Heist anfangen. Na dann? Ja, dann lass uns das doch tun. Wir folgen einfach dem roten Truck. Genau. Der rote Truck müsste mal anhalten. Er schmeißt die ganze Zeit mit Granaten rum. Ich verliere die ganze Zeit. Ich habe irgendwie ein Loch im Sack oder so. Im Granatensack. Das ist aber scheiße. Ich hab 3 Sterne und hab mich gerade beschlagen. Lester! Hier passieren irgendwie die interessanteren Sachen, habe ich gerade das Gefühl. Oh, der Ring fällt da runter. Boah. Absolut. Holz. 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 Scheiße. Ah, fuck, ich bin tot. Denk ist gestorben. Also ich bin bei meinem Haus. Ich habe auch schon eingeparkt. Ich fahr zu deinem Haus. Ich habe auch eingeparkt. Bin auch gerade auf dem Weg zum Haus. Ich werde euch verfolgen. Ich werde euch die Bullen vom Hals halten. Der wird geschossen. Aua! Was ist denn hier? Ein Baum? Wer hat denn den da hingestellt? Ich will nur das Auto in die Luft jagen. Da bin ich nur daneben, ich warte nicht. Hey, du Penner! Fahr mir doch nicht direkt vor die Karre. Die haben mich aber aus dem Weg drängen. Warum habe ich jetzt mit den Sternen, nur weil ich den Bullenwagen in die Seite gefahren bin? Wie war das? Lester macht die Cops weg? Ja. Einfach anrufen, dann kannst du ganz viele Sachen machen. Alter, das ist eine Bullenparade, das ist ja wie bei Blues Brothers. Alter, warum habe ich denn jetzt schon wieder 2 Sterne? So eine Scheiße, ich habe doch gar nichts getan. Ich fahr doch hier nur ganz. Wenn du von der Polizei flüchtest, hast du automatisch von der Polizei flüchtest, werden aus automatisch 2 Sterne. Würdest du dann einen Kopf, hast du 3, schießt du in den Kopf, hast du 4, brauchst du noch mehr Scheiße. Was soll denn der Scheiß? Das war früher aber nicht so. Was ist der Weng? Servus. Wieso hab ich jetzt einen Stern? Ich hab doch gar nicht. Ich bin auf dem Auto drauf. Wie die auf euch abfahren gerade. Das da. Weil Train sich hier rumballert. Wow! Arsch! Du Scheißbulle! Hab ich voll mit der Pumpgun erwischt, ey. Mit der Pumpgun. Hier seht ihr mal das ganze Geschehen aus der Sicht der Polizei. Da haben die Fahrer uns nicht entfernen. Hey, wir müssen kämpfen. Ja, ich hab doch nicht mal einen Stern, das haut ab von mir. Sonst... Auf euch schießen die auch auf mich. Ist der Stream laggy? Nein, der Stream ist nicht laggy. Bei mir läuft's flüssig gerade. Ich hab den nebenher noch offen. Bei dir läuft's flüssig. Hast du wieder irgendwie nicht mehr ganz so guten Fisch gegessen? Es flutscht. Oh Gott. Seid ihr jetzt alle im Apartment oben? Na warte, ich komm noch. Ich bin getötet worden, weil ich einen Stern hatte. Komm gerade. Du kommst gerade. Okay, das möchte jetzt keiner im Detail wissen. I'm arriving. Da hat doch schon wieder einer Quatsch gemacht gerade. Also jetzt könnt ihr eigentlich... Ja, Schweizer, mit dem Scheiß. Ja. Also wie gesagt, ich pausiere bei dem Heiß. Ich glaube, das ist das Beste. Könnt jetzt bei mir klingeln, okay. Ich bin oben. Auf sich hier draußen vor die Fieserei. Ja. Hab voll die Fleischwunde am Arm. Ich setz mich mal in die Bushaltestelle. Kann man sich hier nicht hinsetzen? Was für ein... Trainer ist gestorben. Warum ist denn die Trainer schon wieder gestorben, ey? So was. Weil die nach mir fahrten und ich bin sofort oben. Okay. Ich bin ein bisschen durchlöchert. Max, du musst auch annehmen. Ja, ich hab doch gerade Ding reingelassen. Ich kann immer nur einen reinlassen. La. Aber noch. Trainer, bitte in den Raum mit dem H gehen. Nirgends anders. Ja, ich bin dabei. Ich rede mit den anderen 2, nichts aufregen. Ben geht wieder raus. Oh, diese Farbe. Setzen Sie sich da rechts. Ich betoniere jetzt erstmal. Oh, es steht da kein Haar, das ist genau. Diese wunderschönen Farben.
Und diese ausgefransten Ränder. Oh. Oh. Ich hab mir jetzt erstmal Betonmischer geklaut und jetzt betoniere ich den Golfplatz. Warum hast du ein Ding? Hallo. Ohrring. Das ist ein Kopf, das ist ein Ohrhörer mit Mikrofon dran. Sieht aus wie ein Ohrring. So. Wird doch zu mir passen. Da? Ihr seid so groß. Oh. Müssen wir die Biker überfallen? Ja Quatsch, ich wollte ja nicht aufnehmen. Ich starte mit meinem Equipment. Dumm-di-dum-di-dum. Machen wir normal oder schwer? Normal. Nee, macht lieber normal. Dass ich das so zum Scheitern verurteilt. Damit es wirklich vorangeht. Damit ich habe nur noch 16 möchte. Dollar, wen es interessiert. Ja, danach hast du Kohle. So, alle bereit? Ja. Dann legen wir los. Einstellung bestätigen. Spielen!